Hier war ich noch nie. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven. Und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal Käffchen. So. Ich möchte gerne Chaos aufräumen hier. Weil, holy fuck. Also hier ist ja noch schlimmer als da. Weil da schon maximal schlimm ist. Und ich möchte das gerne ein bisschen größer aufziehen. Ja, und ich habe immer noch den Space Elevator vor mir. Oder will ich den heute machen? Das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Wenn ich mir die Teile so angucke, die ich für den Space Elevator brauche. Modular Frame und Bronze Frame. Die sind ein bisschen problematisch. Die Zinkplatten sollte ich da hinten liegen haben. Oder habe ich die sogar hier liegen? Da unten ist doch Zink. Dann habe ich die doch garantiert. Wink. Hier liegen, oder? Ja, guck mal hier. Also, Zinkplatten, fertig. Jetzt brauchen wir Schrauben. Gucken wir erstmal, ob wir den hinstellen und dann können wir uns immer auch um das andere kümmern. Hier immer drüber. Ja, ja, Radiation, bla bla bla. So, wir brauchen Schrauben. Schrauben sind dahin. Dahin. Da hoch. Da laufen Schrauben. Genau. Was ist eigentlich mit dir hier? Warum machst du nichts? Ach, du solltest auch Schrauben machen. Wollen wir von dir nicht lieber mal Stangen bekommen? Soll ich auch anmachen. Hier ist nichts drin. Da Platten sind voll. Da Platten sind voll. Was könntest du denn mal machen, solange? Statt Platten. Ist da auch noch was Sinniges? Okay, wir könnten da einen hintersetzen, der daraus wieder Feeds macht. Egal. Ist nichts für jetzt. So, nehmen wir ein paar mehr mit. Die werden ein Problem. Die Bronzerahmen. Gucken wir erstmal, dass wir die Bronzerahmen kriegen. Fliegen eine Runde mit dem Fallschirm durch die Gegend. So. Na, komm. Bronzerahmen. Können wir zwei von machen. Wir brauchen Schrauben und wir brauchen die Dinger. Da können wir ein paar von machen. Ja. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier auf wie viel kommen? 80. Ja, das geht ja relativ schnell. Ziehen wir einmal eben durch. Und dann schauen wir mal. Könnte eigentlich auch hingehen, gucken, dass ich den Spaß einmal durchdengel und dann wieder bei euch bin. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das machen wir so. Bis gleich. So, die haben wir durchgedengelt. Jetzt brauchen wir aber noch die. Diesem Problem. Wir brauchen 400 irgendwas, ne? 437. 437. Bis wir die da stehen haben, was brauchen wir denn? Das heißt, aus einer Platte kriegen wir ja zwei davon. Ja, 37 durch 2. Wir brauchen also 219 davon. Wir haben 65. 219 minus 65. Wir brauchen also noch 154. Okay. 154. Ich kann im Moment 215 machen. Das heißt, wir dengeln die auch eben durch. Dann brauche ich aber wahrscheinlich gleich wieder anderen Shit, ne? Wobei, nee. Und den. Da weiß ich gerade nicht, ob ich, wie heißt das, ob ich Schrauben brauche. Gut, Schrauben. Wie gesagt, die können wir uns holen. Das ist, glaube ich, das geringste Problem, das wir haben. Ja, ich dengel das auch mal eben fertig. Perfekt, wir brauchen Stangen. Das ist gut. Das, Rumgedengel, das, läuft und läuft und läuft. Weil das geht relativ schnell, Gott sei Dank. Das ist immer nur einmal draufhauen und dann ist gut. Und da die in zweier Schritten hochgehen, ist das auch super. Das heißt, wir brauchen gar nicht so lange. Dann haben wir noch 100 Schläge. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Im Kopf.
Auf die Schnelle. Vielleicht sind es noch 50. Ja, das passt. Dann können wir das Ding endlich abschließen. Dann haben wir den wenigstens fertig und alles ist gut. Okay, da sind wir durch. Wo stellen wir den jetzt in schön hin? Also in schön ist schon mal das erste Problem. Das heißt, wir müssten eine Plattform bauen. Jetzt anfangen, eine Plattform zu bauen, wird mir gleich irgendwas wegfliegen, aber ist egal. Hier, was machen wir denn jetzt? Eine Plattform. Wir wollen das ja alles darüber verlagern, ne? Das heißt, wir machen das auch da drüben. Hier ziehen wir jetzt am besten die Plattform. Vollkommen shit, egal, wie wir die machen. Die ist auf jeden Fall, ist hier irgendwas immer im Weg. Wir haben ja hier noch Ressourcen, da vorne haben wir noch Ressourcen. Hier zum Beispiel, das ist ja jetzt schon im Weg. Da komme ich nicht hoch. Nicht hoch. So, und da hoch rüber. So, wie machen wir es am besten? In die Richtung geht auch nicht vernünftig. Oder ich müsste es halt höher setzen. Das ginge auch. Hier wird nicht passen. Wir könnten natürlich hingehen. Ist denn... Egal, was ich mache, das ist alles blöd. Wir setzen den höher. Wir machen uns eine Plattform. Und zwar brauchen wir dafür Rampen. Die lassen wir... Lassen wir hier hochgehen. In die Richtung. Dann machen wir einmal den Zoom an, damit das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, 10 hoch ist ein bisschen viel. Machen wir mal. Ja, 5 höher. Und dann setzen wir uns da. Hier ziehen wir einmal da lang. So, jetzt mal gucken. Wir wollen den auf 9 bringen. Kriegen wir das hin? Ja. So, jetzt gehen wir da hin. Gehen den darüber. Der ist jetzt einen zu lang, das weiß ich. Wir nehmen den hier, um genau dort. Ich habe eine andere Idee. Wir gehen hin. Wir machen eine 11x11 Plattform. So. Du kommst weg. Du gehst hin. Du gehst rüber. Gehst du rüber? Nein, gehst du nicht. Du kommst dahin. Und dann geht ihr hier rüber. Ja. Das heißt nämlich, ich kann so machen. Ich muss dann nur da hinten noch einen anfangen. Das war jetzt alles sehr kompliziert und sehr dumm, aber egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Hätte ich da vorher drüber nachgedacht, wäre das einfacher gewesen. Mir fehlen ein Sheets. Und Screws. Ey. Habe ich nicht gerade noch gesagt, ich muss einen Sheets machen? Haufen, ne? Einmal da rauf, bitte. Danke. Ein Haufen von denen hier. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Wir holen uns. Ein Haufen von denen hier. Und dann gehen wir nochmal eine Runde dengeln. Ja, Schrauben haben wir auf jeden Fall genug. Kommen wir nochmal ein paar.
Diese Rezepte sind unfassbar teuer hier. Ja, damit müssen wir erstmal auskommen. Das sieht immer wilder aus. Wenn wir da hochgehen, da rumgehen, da raufkommen. Nicht alles im Schatten. Dann müssen wir gucken, dass wir wirklich alles, was wir hier an Ressourcen finden, erstmal umbauen zu. Nee, das ist falsch. So, na hier. Alles, was wir an Kupfer kriegen, kupferähnliches Zeug. Oder hinten ist Kohle, cool. Eisen, ähnliches Zeug. Und so weiter, dass wir das alles uns ranholen und weitermachen. Wir müssen größer denken, weil das, was wir jetzt haben, ist Schmuck. So. Spezial. Bei dem Ding muss ich sagen, er ist immer unfassbar schwierig zu bauen. Ich halte so überhaupt keine Übersicht. So. Ja, man könnte den jetzt hier genau dran setzen und vielleicht da hinten, da müssten wir jetzt mal gucken, im Feld hier, dahin. Da hat man hier halt, ist ja egal, wo das Ding steht. Bauen wir mal auf. Auf jeden Fall haben wir ihn schön jetzt an den Rand gepackt. Jetzt muss ich blöd fragen, hat die Mod die Begrenzung von 8 mal bewegen rausgenommen oder haben die Jungs von Coffee Stain diese Begrenzung schon rausgenommen? Also ich zeig gleich, ich will und ich liebe diese Animation, die ist so einfach gut. Wirklich gut gemacht. Da kommt der Kuhjäger, geht da unten rein und dann wird festgezogen. Zack. Eingerastet, der ist da oben angekommen. Wunderbar. Wunderbärchen. So, was ich meine ist, da fehlt mir was für. Da fehlt mir nichts für. So, ich H drücke, kann ich das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Wie ist das? Ich war offensichtlich noch nicht an der Maximaldistanz. Das schätze ich nicht. Okay, dann hat sich alles erledigt. Dann habe ich einfach nur Schwein gehabt. Uhu. So, wir wollen das hier ein bisschen optimieren. Ich möchte... Im Moment ist das halt echt... Uff, hier kommt eine Schnecke rein. Ja gut, da sind jetzt drei drin, aber... Es fühlt sich an, als kriegen wir das nicht schnell genug hin. Wie sieht das hier mit den Eiern sind auch okay. Okay, Eier, wir brauchen Eier. So. Was ist das? Hier kommt alles Unbestimmte rein. Okay. Da setzen wir auch alles Unbestimmte, nur für den Fall. Okay. Sehr gut. Das heißt, oben müsste theoretisch leer sein, oder? Oben ist leer. Das ist gut. So, wir wollen jetzt das einmal hier vernünftig bauen. Wo machen wir das? Gehen wir hin? Ich glaube, das machen wir. Wir ziehen die obere Reihe hier. Gehen wir raus. Also, gehen wir hier drüber, machen Deckel drauf und dann fangen wir an, nach außen zu gehen. Ich habe gar nicht genug Material dafür. Das ist schön, dass ich das alles möchte, aber wie mache ich das jetzt? So. Fabric, hatte ich damit nicht auch noch was? Muss ich doch auch irgendwas mit erforschen, oder? Ich nehme das mal mit. Irgendwas brauche ich hier zum Erforschen. Da drüben war auch ein Mem. Boink, boink, boink. Das ist kein Mem. Das ist ein Mem. Guck mal. Da war es nicht.
Aber... Ah, okay, da brauchte ich das für. Und hier fehlen mir die Eier. Bitte lacht nicht. Der war blöd, der Satz. Das war blöd. Ich halte das doch immer nur mit Oliver Kahn hier. So. Ich würde gerne tauschen, wenn ich ehrlich bin. Auf Platz. Einmal hier hin. Aufteilen. Ich brauche jetzt 20 Stück. 16 plus 8 und 24 reicht. Kommen 10 rein. Muss jetzt erstmal reichen. Dann habe ich. Da ist der Kollege. Elektroschnecken. Und dann kann ich das hier erforschen. Niedrigenergie-Schleimverarbeitung ist completed. Okay. Und hier habe ich jetzt das Problem immer noch nicht beißen. Wie kriege ich die da raus? Weil, also mittlerweile zufällig ist ja hier so überhaupt nichts. Ne? Weil. Hier mal eine weiße rausschlüpft. Ich würde ja behaupten, oben auf dem Kollegen hier ist keine weiße drauf. Ich vermute mal, dass auch hier keine weiße drin ist. Da ist nichts. Da sind nur gelbe. Da sind nur blaue Eier. Wie auch immer. Gut. Was machen wir? Entschuldigung. Genau, wir wollten jetzt erstmal gucken, was habe ich denn da gerade gekriegt? Irgendwas mit einem Low Energy Module und irgendein Slime. Ah, Niedrigschleimverarbeitung. Ist das jetzt ein neues Teil, das ich gekriegt habe? Hier schon mal nicht. Low Energy Module. Attach the modular to the modular miner. Okay. Okay, Strom haben wir im Moment nicht so ein Problem mit. Ich verstehe aber das System. Was ist das? Wir brauchen Power Shard Crystal 10. So. Da habe ich immer noch nicht genug von geholt. Das war das Ding, was René meint, was ich noch holen muss. Rangehen, hier bin ich überall falsch. Jetzt wäre die Frage. Erstmal hier so ein bisschen durchgucken. Vielleicht finde ich irgendwas. Nein. Hier drin. Nein. Oh. Ah. Die sind sortiert, was ich zuletzt gekriegt habe. Also, jetzt kann ich im Komposter. Kann ich das machen? Im Poster kann ich das machen, aber ich brauche doch diese Kristalle. Und nee. So. Niedrigschleifer. Das sind die Sachen, die ich kriege. Aber was ich nicht kriege, sind diese Kristalle. Und wo kriege ich die her? Kriege ich die über die Quantenkristalle?
Brauche ich die Dinger dafür? Scannable Resource Unstable. Geht das nämlich wieder los? Ich muss herausfinden, wo das ist. Aber ich habe ja einen Hinweis bekommen, wo was ist. Da muss ich auch noch rumbasteln. Dann muss ich. Oh, davon eigentlich mittlerweile genug. Davon habe ich genug. Das ist doch schon mal gut. Kann ich das auch mal scannen machen? Fehlen noch die hier, aber das kriegen wir auch noch. Okay. Oh, ich habe einen Harddrive. Scan mal. Das heißt, wir müssen jetzt herausfinden, wo wir hin müssen. Das war hier irgendwo. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich soll ein paar portable Miner mitnehmen. Daran kann ich mich erinnern. Ich habe zugehört. Wahnsinn. Guck mal, ich habe sogar noch 8. Nehmen wir nochmal 2 mit. Und dann schauen wir mal, Strom dahin zu legen, wäre wahrscheinlich auch nicht so blöd, aber ich könnte. Wir machen jetzt. Hier ist ganz dumm. Boah, wir machen das, das. Das können wir nicht. Okay, dafür scheinen wir alles zu haben. Ja, Bänder ist ein schwieriges Thema, weil kriegen wir so nicht hin. Wir gehen jetzt. Hier runter, da lang. Weil. Da irgendwo. Müsste das sein. Da sollen wir das Zeug kriegen. Ich könnte natürlich auch einfach mal eben meinen wunderbaren YouTube-Kommentar aufmachen, den ich da noch habe. Uiuiuiui. Okay, das ist, muss ich anders, also muss ich nicht jetzt lesen, sondern der kam gestern noch. Ist auch schön. Kommentare. Kleinen Moment, es geht gleich weiter. Okay. Ja. Dann. Also. Die Schlucht, wo ich dann zu meinem Platz gekommen bin. Das heißt, das ist tatsächlich richtig, was ich gerade denke. Da lang, da rein. Den Weg müssen wir finden. Wunderbar. Ja, gehen wir mal eine Runde. Wir müssen ein Stückchen. Da gehen wir jetzt hin und gucken, dass wir diese Quantenkristalle. Ich habe keine Ahnung, ob ich die dafür brauche, für das ganze Schneckengedönse. Aber hey, werden wir schon hinkriegen. So. Ja, nicht. Die Richtung stimmt. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, irgendwo abzukürzen, aber. Warte mal. Das ist falsche Richtung. Das ist ein. Fachchat. Das ist fast gute Richtung. Wir folgen einfach den. Dingern hier. So. Wieder mehr Eisen. Was? Sataratatata oder wie auch immer. Oder keine Ahnung. Ich mit den Namen hier nicht mehr. Eisen. Gehe ich hin. Kupfer. Gehe ich auch hin. Alles andere wird schwierig. Wir sind. Ja, die Richtung stimmt. Da ist noch mehr von dem Zeug. Also hier kann man eine ganze Menge machen. Wenn man den ganzen Kram sich dazwischen holt. Also. Da. Also nur gucken, wo wir dann vielleicht abbiegen müssen oder eben nicht. Oder.
Weil wenn ich das richtig sehe, müsste hier da ziemlich mein Startplatz sein aus dem Satisfactory 1.0 Streams. Willst du dich gerade durch den Boden, Kollege? So. Wo ist denn jetzt der bessere Weg? Da nicht. Da lang schon. Ja. In die Richtung stimmt. Also wir sind hier in der richtigen. Das heißt, diese Schlucht hier müsste das sein. In dieser Schlucht soll ich das finden. Ob jetzt hier vorne oder weiter hinten, ist mir dabei relativ. Das Ding brauchen wir hier nicht, weil haben wir hier nicht. Das wäre jetzt die Frage. Was ist das da oben? Sind das... Aua. Nein, das ist Eisen. Yes, you're right. Das ist Kupferzeug. Der war gut. Der war richtig gut. Oh, hier ist... Hier ist Sam. Sogar im Pure. Aber ist ja auch nur so ein Brocken. Sehen wir hier irgendwas anderes, was uns vielleicht was hindeutet? Also, was ist denn da in der Festplatte? Oder ist die Festplatte da oben? Was sind jetzt? Nee. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Da ist der Kollege. Jo, Autosave kannst du ruhig machen. Aber es ist erstaunlich, wie lange das ist, wie lange das hier schon wieder dauert. Yep. Hm. Egal. Wir gucken jetzt einmal da in die Festplatte rein. Also in das Wrack bezüglich einer Festplatte. So, das meine ich. Das ist Shit, den ich besser mitnehme. Die Perni and Rubber. Hi. Das ist immer ganz gut, wenn so ein bisschen Zeug rumliegt, das man mitnehmen kann. Da liegt nichts mehr. Und wieder. Da hier so ein paar große Viecher. Okay. Aber grundsätzlich ist das hier die Schlucht. Ich meine, das ist auch die Schlucht, die er meint. Eigentlich zumindest. Dann ziehen wir es auch durch, oder? Was haben wir denn noch? Da ist eine blaue Schnecke, die interessiert mich alles überhaupt nicht. Jetzt geht das nämlich wieder los. Suche hier. Und werde garantiert nicht das finden und suche die ganze Folge. Und ganz am Ende finde ich den Schiff. Nope. Oder geht das gleich erstmal wieder los mit... Da kannst du keinen Miner draufstellen, weil du weißt ja gar nicht, wie das geht. Okay. So... Das jetzt auch vor allem hier unten. Nee, weil er sagte Schlucht. Schlucht bedeutet unten und nicht oben. Das ist mein. Da biegst du ab nach da hoch. Okay, egal. Schlucht, wo ich rumgelaufen bin, das ist hier unten. So, da ist. Aber in der Nähe von der Schlucht in der Wüste zur Halbwüste. Das ist jetzt natürlich schon nicht mehr in der Nähe von der Wüste zur Halbwüste. Aber wenn ich das hier als Halb... Nee, das ist die Schlucht. Was ist denn die Halbwüste? Jetzt nochmal da ein bisschen rum. Wir gucken mal. Hi. Viel Glück, dass ich euer Zeug gerade nicht so brauche. Weil ich eigentlich mal wieder was mitnehmen könnte für weitere Forschung. Hallo. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Sie gehören in mein freundliches Repertoire der Sachen, die ich benötige.
Hallo? Nicht wegrennen. Sterben und gut ist. Mann. Ich brauche noch ein paar. Nicht abbauen. Danke. Ich brauche das Zeug hier. So, aus Forschungszwecken. So. Abbauen. Aber auch das hier sieht alles danach aus. Ich gehe davon aus, ich bin schon wieder viel zu weit. Das hier würde ich auch nicht mehr als Halbwüste bezeichnen. Das ist mehr so... Ja, ich weiß, es ist fertig. Das ist mehr so mittendrin. Wir hatten gesagt, wir sind unverwundbar hier. Ne? Wir haben ja Gottmodus, dann können wir hier durchlaufen. Warum liegst du denn noch hier rum? Okay. Das ist auch alles nicht das. Das da oben ist unser Eisen. Unser... Ja, im 1.0er-Spiel ist das unser Beton. Kalkstein, so heißt das Zeug. Ja, da ist nämlich das. Ist natürlich auch schon wieder sandig. Ne? Ist das jetzt hier die Halbwüste? Warum rennst du jetzt? Du zögerst es doch nur heraus. Ja wieder. Da drüben sehe ich Kohle. Da ist das. Hallo. Ja. Ist alles okay. Fällt mir ein, wenn ich das Zeug hier sehe. Sehr ungünstig im Wasser liegt, weswegen ich wahrscheinlich nicht... Ja, das funktioniert nicht, weil ich im Wasser bin. Ich würde gerne da drauf gehen. Ups. Aha. Das ist das Falsche. Das war ungünstig. Schwimmen wir mal darüber. Das ist ein weiter Schwimmen. So, vielleicht hier oben irgendwo. Es wäre doch einfacher gewesen, unten rumzugehen mit meinem Strom. Sehe ich gerade. Egal. Könnte man das hier als Halbwüste bezeichnen? Jetzt bist du da vorne. Wir werden es herausfinden. Ich bin auf dem Weg. Man sieht, bin ich auch ein sehr guter Schwimmer. Ich wollte dabei aber die Richtung beibehalten. Ich wollte dahin. Ich wollte wieder ein bisschen Viech. Das sieht ja eher aus wie was Betoniges. Ja, nein. Rubald. Was ist denn Rubald? Ja. Hier waren wir hier hoch. Ja, hier ist auch viel Shit. Aber keiner, den ich brauche. So, wie war das denn nochmal? Hier war irgendwo die Höhle. Die müsste da vorne sein, oder? Hier, Kohle. Ich lasse mal stehen. Wir nutzen hier nämlich direkt aus, dass wir vielleicht mit Glück auf 5 Viecher treffen.
ist die Höhle? Da bin ich schon wieder in die falsche gerannt. Das ist mir ja schon mal passiert. Aber dann könnte man überlegen, ob vielleicht hier drin was ist. Im Zweifel finde ich hier halt was anderes. Wie sieht's denn da aus? Da ist ein Weg, aber der war nicht gut. Da kann ich mich dran erinnern, glaube ich. Ist ein bisschen zu ruhig hier drin. Hier ist was. Und du bist? Also nice. Nicht das richtige Zeug für mich hier. Du auch nicht. Und du ebenfalls nicht. Auch das andere. Das hab ich doch schon jetzt. Schon gefunden. Hallo. Entschuldigen Sie mal. Bräuchte das? Ja. Du ebenfalls. Und du auch. Da ist Sam. Ja, wunderbar. Bringt mir auch nichts. Das wäre echt schön. Ja, das andere Zeug ist hier drin gewesen. Das wäre praktisch gewesen. Aber nein. Ja. Aber da lang. Hier drüber. Da lang. Oh, genau. Now we're talking. Jetzt sich eigentlich nicht hinter. Eine rote Schnecke. Ach, Gas. Ich jetzt. Hinten ist zu. Natürlich ist hier hinten zu. Wunderbar. Hier schön weit gelaufen. Und dann zu ist. Auch was zum Sprengen. Weiter. Wir müssen jetzt den ganzen Weg durch die Höhle wieder zurückgehen. Eine andere Option haben wir nicht. Das da. Da noch irgendwo ein Abzweig. Also den einen wollte ich nicht nehmen. Da ist das nicht drin. Hier ist ein Abzweig. Was ist der? Gehen wir mal hier lang. Gucken, ob wir hier was finden. Hallo. Was war? Die Frage klingt wahrscheinlich ein bisschen wild, aber seit wann gibt es sowas wie Fledermäuse? Das ist schon wieder so ein Ding. Habe ich auch mehr als genug von den Viechern. Okay. Da oben komme ich nicht hoch. Geht's da weiter? Ja, geht es weiter, aber gut. Doof gelaufen. Ja. Taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Überall lang gehen. Gut. Also, Höhle war, glaube ich, eine nette Idee, aber nicht hilft. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus.
heißt, du läufst hier links rum. Ah. Wir hatten da noch diesen Gang, ne? Den haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Ja. Eine gute Ecke, um da reinzufallen. Auf. Okay, jetzt geht's hier ins Wasser. Wo kommen wir denn jetzt hin? Stoßen wir uns den Kopf. Geht runter. Geht wieder hoch. Geht wieder ins Wasser. Da ist eine gelbe Schnecke. Runtergedrückt. Jetzt weiter. Gott sei Dank brauchen wir hier keine Luft. Komm, du hängst mir gerade so im Weg. Wo sind wir denn da hin? Hier kommt man auch wieder raus. Okay. Ruhig beim. Okay, die Richtung wollen wir. Ich glaube, hier war ich noch nie. Oder doch? Also, nicht so richtig. Ja. Die macht komische Geräusche. Oh, hi. Ja, du auch. Weiß. Nee, irgendwie doch nicht. Jedoch langsam wieder. Ja, ich weiß, wo ich bin. Unten ist die Kohle. Oder? Wir sind gerade darüber geschwommen, weil da geht's. Da ist ein Weltraumlift. Da müsste ich den einen Dingens da. Ja, okay. Ich weiß, wo ich bin. So, da wollten wir gerade nicht durch, weil. Giftgas, ist das vielleicht. Nein. Es war unten beim Wasser. Verdammt, da habe ich jetzt nicht auf die Farbe geachtet. War das jetzt Dingenszeug oder war das Bummenszeug? Oder ist das das, was ich suche? Weil das, was ich suche, sieht eigentlich mehr kristallig aus. Und es ist natürlich das Zeug. Jetzt sehe ich hier überall diesen Dreck rumliegen. Bitte nicht, ich bin da hinten hochgegangen. Bock. Das will ich wissen. Bock. Hi. Ach komm. Gib mir schon deine Innereien. Drei nur. So, du bist. Okay, also hier ist nur Bock. Das ist nichts. Ist das 12 Uhr? Könnte man auch mal mitnehmen. Oh, ich hoffe, dieser. Wenn der Knubbel auch bei mir im. Liegt der in 1-0 auch da? Was ist mit dir? Bock. Okay. Hier hoch. Hier war. Oder war das da? Da. Okay, da ist aber auch blau drauf. Nein. Darf jetzt nicht sein.
Das ist aber immer noch nicht wirklich ein Übergang von Halbwüste zu Wüste und so. Also ich bin hier viel zu weit. Wir müssen zurück. Behaupte ich einfach mal. Dann steht auf I. Ja. Da haben wir den Kollegen. Und ist die ganze Erde. Ja, ist noch mehr von dem Zeug. Ja. Also. Das war ein Satz mit. Soweit wie es geht darüber. Ja. Oh. Schwierig. Ich habe wieder nicht das gemacht, was ich machen wollte. Das ist herrlich. Ich habe immer noch einen Milestone offen, den ich eigentlich abschließen möchte, nämlich das Schmelzmodul. Das ist herrlich. Ach, dieses Spiel, das läuft so gut. Ja, wir sind uns einig, dass hier unten ist die Schlucht. Würde es vielleicht Sinn machen, doch eben nach oben zu gehen, da hoch, um dann da ein bisschen mehr drüber zu fliegen mit dem Fallschirm, vielleicht ein bisschen mehr zu sehen? Bestimmt wird das Sinn machen, aber warum sollte ich sowas tun, wenn es Sinn macht? Vor allem, ich hätte es lieber, wenn es Sinn ergibt. Und ja, das ist ein Grammar-Nazi. Ich weiß. Wer sich fragt, warum? Sinn machen leitet sich vom Englischen make sense ab. Deswegen ist das ein Anglizismus. Im Deutschen heißt es Sinn ergeben. Auch wenn beides akzeptiert wird. Auch vom Duden. Übergang von Wüste zu Halbwüste. Unten beim Wasser. Hier, wo kein Wasser ist, kann es also nicht sein. Da ist Wasser. Da ist wieder kein Wasser. Jetzt kommen wir wieder so näher an Wüste ran. Das heißt, ja, stimmt, hier war Wasser, wo ich mein Dingens reingestellt habe. Auch Wasser lang. Nur da nochmal. Da sind die Kollegen, aber das sehe ich nicht als Halbwüste. Gehen wir ein bisschen da hoch. Hier hat noch so ein Ressourcenknoten. Brocken gefunden. Sehen. Okay, das dürfte aber nur sein. Ist das da die Halbwüste? Da ist auch viel Wasser unten. Hier ist Wasser, da ist Wasser. Das ist schon mal ganz gut. Und das da dürfte. Das guck mal. Deswegen ist es schon mal so ein bisschen was darauf hindeutet. Also wir müssen dann nach Lila suchen. Dementsprechend kann es das da nicht sein, weil das ist alles nur nicht lila. Das ist nämlich genau Dubai. Ja.
hier würde ich auch schon mal Richtung Übergang Wüste, Halbwüste gehen, aber... Oder ist da rechts mehr die Halbwüste? Hey. Warte mal, eine Karte. Ich bin auch schon wieder sehr weit. Nee, da ist Wasser. Hier hinten ist Wasser. Dort ist Wasser. Du meintest aber nicht hier. Wobei, nee, das war die Schlucht. Das ist die Schlucht, wo ich dann. Da habe ich nichts gesehen. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Ja, schon ziemlich weit wieder zurück. Oh. Gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen gucken. Also so richtig dran vorbeigelaufen können wir ja nicht sein. Hier sind wir ein bisschen da in die Richtung. Ich meine, das ist da vorne das Wasser, ne? Vielleicht kriegen wir das hin und du kannst mir einfach so ungefähre Koordinaten in den Kommentar schreiben. Dann kann ich versuchen, die zu erreichen. Weil im Moment habe ich halt gar keinen Plan. Ich gehe jetzt nochmal darüber. Das da ist auch so ein bisschen noch der Übergangsbereich. Da haben wir den Kollegen, auch wenn da Wasser fehlt. Machen wir hier hoch. Wir nehmen uns die Zeit für die Suche, ne? Hier geht es jetzt schon wieder sehr stark los mit Vegetation. Hab dich gesehen? Bumm, da bin ich. Versuchen sich hier zu verstecken. Nee, nicht abbauen. So, danke. So. Nee, oh, da ist noch einer. Ja, will ich nicht. Okay, hier ist Wasser. Ja, dadurch. Oh, ist ernsthaft. Du bist so groß und hast so einen Schiss und versteckst dich im Gebüsch. Das ist ein bisschen lang. Also. Ja. Ja. Da ist eine Festplatte. Ich sehe weder Wasser. Noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Okay. Ich habe offiziell keine Ahnung. Also, René, wenn du ein paar Koordinaten für mich hättest, wäre richtig, richtig top. Dann würde ich versuchen, da was zu finden. So. Ja, das ist immerhin der Weltraumhilfe. Das ist jetzt schon mal gut. Ich habe jetzt einen etwas besseren Anhaltspunkt, den man quasi von fast überall auf dieser Welt sehen kann. Na schade, ich habe das Zeug nicht gefunden. Ich brauche davon aber noch ein bisschen. Die Kombination ist ungünstig. So, wo geht's da lang? Bin schon Stress. Ja, nochmal hier hinten rum, weil vielleicht finden wir da was. Ja, nicht so, dass ich es nicht versuchen würde. Dadurch. Die Bäumchen hier sehen jetzt auch anders aus. Oh, meinst du das mit Halbwüste? Das wäre aber dann nicht. Nee, das ist der Penis. Das ist echt ein Problem, das da oben. Also ich finde es zumindest sehr schwierig, das da oben, ne?
Aber gut. Nee, das ist auch falsch. Wir wissen alle, viele Entwickler sind, ne, auch nur kleine Kinder. Und Männer sind auch nichts anderes als kleine Kinder. Wird auch mal Eisen sein. Wäre natürlich ärgerlich, wenn das so nah dran ist, aber das kann ja nicht sein. Das ist mir René gesagt. Irgendwo. Nein. Gehen wir darum. Da oben ist eine Festplatte. Ja. Das falsche Zeug. Da ist Kohle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals den Spaß hier so zu schätzen weiß, den schätzen lerne, diesen Fallschirm. Immer noch Kohle. Oh. Kohle ist super, schon wieder ein Autosave. Warten wir eben da. Und dann gehen wir da lang weiter. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich dieses Unstable Dingsbums Crystals finde? Das wäre. Hallo, ich rede mit Ihnen. Dann. So mache ich das übrigens auch immer auf der Straße, wenn ich jemand nach der Uhrzeit frage und der antwortet mir nicht, dann direkt mit dem Elektroschocker getasert. Ich hoffe, alle wissen, dass das nicht ernst war, ne? Irgendjemand gibt es ja immer noch, der das für bare Münze nimmt. Deswegen sage ich das lieber. Das ist nicht lila genug, oder? Ja, das ist nicht lila genug. Okay. Das ist zu schwarz. Das ist auch zu schwarz. Jetzt ein bisschen Vorsicht, weil hier kommt eine Kante. Aber das bringt nichts. Ist das lila? Das sieht gut aus. Das sieht nach lila aus. Dann könnte man. Ja. Wir haben immer noch nicht genug davon. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir brauchen 200 oder so. Das wäre halt top. Was in der Nähe hätten einfach. Aber reicht halt nicht. Also ich gebe auch damit klar, wenn wir die 200 zum Erforschen von dem Zeug hier vor Ort kriegen würden, durch so kleine Quellen und ich dann eine große suchen muss, dafür aber dann einen Ressource-Scanner habe. Weil dann sehe ich, wo die sind. Aber bisher weiß ich halt nicht, wo das Zeug ist. Diese Bröckchen, die sind halt dann doch sehr selten. Scheinbar wie die Ressource selber. Da hinten könnte noch was sein. Das wird nicht reichen, um auf 200 zu kommen. Da ist auch nicht das, was wir brauchen. Da auch nicht. Und das könnte auch blau sein anstatt lila. Gucken wir mal. Ja, doch, das ist. Nee. War blau anstatt lila. Das da vorne. Das könnte noch was sein. Das da hinten nicht. Das da ist. Wir sind schon wieder bei einer Stunde.
Okay. Das ist doof gelaufen. Also buchstäblich, ich doof gelaufen im Kreis. Ohne das wirklich zu finden, was ich suche. Diese Kombination ist unbefriedigend. Es wäre echt cool, wenn man die, also wenn die Sachen ein bisschen günstiger wären. Ja, weil 300 ist dann doch echt anstrengend zu finden. Aber wenn man hier reinguckt. Hard Drive, was haben wir denn hier? Habe ich jetzt? Keine Ahnung. Ah, die kann ich mal eben machen. 35, ja. Wenn ich schon dabei bin, kann ich die mal eben machen. Theoretisch könnte ich dann auch das hier machen. Weiter. Aber Schwefel haben wir gefunden. 100. Den brauchen wir. 200 und müssen noch das machen. Davon weniger. Du hast ja so klassisch, wo hatten wir es gerade? Alien-Organismen. 10. Vollkommen okay. 10 zum Analysieren. Super. Und auch hier bei dem waren 100. Es war ja schon schwierig. Hm. Ja, 200 vom Mycelium. Dafür kann ich es aber selber machen. Da fehlt mir auch hier, ne? Da, 25, die stehen überall rum. Das ist einfacher. Da brauchst du nur 5. Da hätte ich mal geguckt, da soll einen kriegen. Okay. Also grundsätzlich ist das überall relativ human. Das finde ich auch noch okay. Aber da irgendwie nur 10 hin oder so. Oder von mir aus 50. Das wäre echt gut. Buschregel aktivieren. Ich halte eine neue Netzwerkstufe. Es wird hier immer schlimmer. Auch hier, dass ich erstmal die brauche, dafür muss ich die erstmal finden oder kriegen. Und das auch noch zufallsbasiert. Ja, wunderbar. Also das sind ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören an der Mod. Muss ich ehrlich gestehen. Gehen wir hier rüber. Wir haben nicht einmal hier irgendwie oben drauf in die Richtung weiß geht. Wir haben alles immer nur blau und gelb. Und wir machen das jetzt schon eine ganze Weile. Da haben wir hier hinten was. Was alles nach blau und gelb. Alles blau und gelb. So. Also allein in dem, was hier so an Zusatz zufällig durchgeht, müssten wir doch mal hier auch nicht zufälliges haben. Da vorne. Holy. Okay. So habe ich mir das vorgestellt. Bis auf die Tatsache, dass das jetzt gerade ein bisschen Überhand nimmt. Das ist ein Problem. War gelbe geschlüpft. Interessanterweise, weil gelb ist hier gar nicht drin. So, da ist 5 drin und davon hängen zu viele da drin. Das ist ein Problem, das man erstmal lösen kann. Aber bedeutet auch hier, ist voll mit roten Eiern. Wir sollten wieder rein. Da reinpacken. Lagern. So, jetzt gehen die erstmal wieder da rein. Also das ist ja jetzt schon mal ganz gut geworden hier. Aber das ist ja yellow. Was muss ich machen, dass ich diese Chance erhöhe?
Kommen hier keine Eier mehr an? Doch, da hinten. Also. Hängt das mit dem Food zusammen, das ich da reinschmeiße? Das können die auch alle noch nicht. Weil. Ich sehe, glaube ich, keine Möglichkeit, das Essen reinzuschmeißen. Die wollen unbedingt dieses Rainy Snail haben. Wahrscheinlich, wenn ich eine weiße habe, ist das halb so wild. Ich zwei Eier raus und dann kann ich die schön liegen. Aber holy crap. Problem. Ja, das ist ein Problem, das wir beim nächsten Mal angehen müssen. Weil so ergibt das keinen Sinn. Das wird uns sonst zu ewig dauern. Und die andere Suche, die gebe ich jetzt vorerst auf. Der Hoffnung, dass ich Koordinaten kriege. Also wenn irgendeiner die Koordinaten von den Unstable Quantum Crystal Quellen hat, am besten eine hier in der Nähe, die man erreichen kann, wäre ich euch sehr dankbar. Schreibt sie doch mal in die Kommentare. Ja. Ansonsten, sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen.